Der gestrige Montag verlief untypischerweise für einen Montag leicht negativ. Es waren vor allem die Gewinner seit der Pfizer-Meldung vom 9. November, die auf der Verliererseite standen. Energiewerte dazu gleich mehr. Aber wenn am Montag trotz einer optimistischen Meldung von Moderna in Sachen Impfstoff die Märkte nicht steigen, dann haben wir noch den Dienstag. Und heute steigen die Märkte. Wir sehen eine Rallye an den asiatischen Märkten. Aber keine Angst, es ist genug für alle da. Wie ein Kommentator auf mein YouTube-Video gestern schrieb, ich weiß nicht, ob ernst gemeint oder nicht, auf jeden Fall fand ich es witzig. Mensch, Fugi, mach mit, also mit dem Aktienmarkt. Diesmal ist alles anders, Aktien gehen immer nur nach oben. Wir verdienen alle ein Heidengeld, sei kein Miesmacher und steig ein. Es ist genug für uns alle da. Jawohl, das ist sozusagen die Bereicherungsmaschine, die hier derzeit läuft, habe ich mich hier sehr amüsiert. Interessant ist jetzt, dass der WIX, also das Volatilitätsbarometer, das Angstbarometer könnte man sagen, jetzt genau da steht, wo wir waren, bevor es zu diesem leichten Rückgang auch als Corona-Crash bekannt kam. Nämlich sind wir jetzt beim WIX im Bereich der 20er-Marke. Das ist der niedrigste Stand seit 21. Februar. Das war der Freitag, bevor dann dieser Crash begann oder diese negative Aktienentwicklung, ja, wie man vielleicht besser sagen sollte, denn Crash, das Wort, ist ja richtig unschön. Und jetzt haben wir heute wieder Optimismus. Heute ist so eine Art Stimulus-Optimismus und Konjunkturoptimismus. Wir sehen unten hier den Kaixin Einkaufsmanager Index verarbeitendes Gewerbe mit 54,8. Sehr, sehr starker Wert, besser als erwartet. Das hat die Laune sofort ein bisschen gehoben. Das Erstaunliche ist, dass Chinas Notenbank aber weiter Liquidität ins Bankensystem pumpen muss. Hier sehen wir mal die Injektionen in der oberen Grafik, was da der Fall ist in den letzten Tagen. Man pusht also. Und das, wo doch China angeblich so großartig dasteht, wir haben ja ganz tolle Daten, aber auf der anderen Seite fallen die Erzeugerpreise sehr, sehr deutlich. Gleichzeitig steigen die Industrieprofite sehr deutlich. Also die Unternehmen senken ihre Preise und machen dabei mehr Profite. So ein bisschen merkwürdig ist das so. Auch das, was jetzt aufgetaucht ist und von CNN, diesem US-Sender, hier berichtet wurde, Leaked Documents, also geleakte Dokumente aus Wuhan, die zeigen, dass in der Anfangsphase vor allem die lokalen Behörden die Zahlen massiv, fälschten, kann man sagen. Die selbst hatten Kenntnis von vielen, vielen tausend Fällen, haben aber offiziell nur die Hälfte angegeben. Also es fing von Anfang an so an, dass man eben die Zahlen nach unten manipuliert hat. Möglicherweise ist das jetzt immer noch so in China in Sachen Corona. Wir wissen es nicht. Jedenfalls eine interessante Geschichte, schauen Sie da mal rein, wenn Sie Zeit haben, The Wuhan Files. Und wir haben, das findet dann etwas weniger Erwähnung in den staatlichen Medien Chinas, eine Pleite hier in dem Betrieb Huachen Automotive Group, ein staatliches Unternehmen mit einer Verschuldung von 5,1 Milliarden Dollar, also jetzt nicht ein ganz kleiner Fisch. Hier sehen wir die wahren Probleme Chinas, nämlich die massive Verschuldung im staatlichen Unternehmenssektor. Das ist die ganz, ganz große Achillesferse und wirft einen Schatten auf den Bondmarkt in China, den Markt für Unternehmensanleihen. Da muss faktisch dann die Regierung praktisch immer die Gläubiger ausbellen. Also, heute haben wir so eine Art Konjunktur- und Stimulus-Optimismus, typischerweise für Dienstag. Morgen kriegen wir dann Fed-Optimismus, vielleicht heute schon, wir werden sehen. Schauen wir uns mal die Performance im November an. Da haben wir eine Moderna, 126% gestiegen. Ja, klar, für ein Unternehmen, das ganz sicher den Impfstoff hat und die Welt heilen wird, ist das natürlich nicht ungewöhnlich. Bitcoin 51% gestiegen, Tesla 46% gestiegen, Carnival Cruise Kreuzfahrt plus 46, Airlines plus 30, Crude Oil 27, der Russell 18%. Durchschnittlich ist in den letzten Jahren die Performance übers ganze Jahr gesehen so bei 6-7% bei den Aktienmärkten. Also wir sehen, das sind schon extreme Werte. Dow Jones 12%, S&P 11%, Nasdaq 11%, Gold 5% gefallen, Vola, WIX 46% gefallen. Hier noch weitere Indizes, der IBEX hier aus Spanien, der beste Index, best ever Month, also der beste Monat, den der spanische Leitindex jemals hatte, mit über 25%, der französische CAC 20%, der DAX 15%, der italienische MIB40 23%, auch der beste Monat ever.
Energie, bester Monat ever, Bitcoin, All-Time-High und so weiter und so fort. Man könnte die Rekorde weiter fortsetzen. Aber gestern war es ein bisschen was anders. Wir haben gesehen, dass die Energiewerte unter Druck kamen. Hier sehen wir dieses deutliche Minus eben bei den Energiewerten, so muss es heißen, während Information Technology einer der wenigen Branchen war, die besser gelaufen ist. Also wieder die Rotation aus der Rotation, oder was müssen wir darunter verstehen? Jedenfalls sehen wir jetzt, dass die Asset Allocation von Vermögensverwaltern so hoch ist wie noch nie. Und auf der anderen Seite auf Monatsbasis und auf der anderen Seite die Puts, das Put-Call-Ratio auf Monatsbasis so niedrig wie noch nie. Das Einzige, was wir fürchten sollte, schreibt hier Sven Henrik, ist der Mangel an Furcht. Oder sollten wir gierig sein? Sei gierig, wenn alle Angst haben. Wenn alle gierig sind, sei ängstlich. Vielleicht diesmal das Motto, wir werden sehen. Aber es muss ja jetzt mal was Bullisches her. Hier sehen wir JP Morgan. Die sagen, ja, guckst du hier diese Formation, das sieht doch gut aus. Measured Move, eine Kenngröße an den Märkten, dass man sagt, okay, wir haben durchschnittlich immer bestimmte Bewegungen an den Märkten, die typischerweise passieren. Hier sagt jetzt JP Morgan, 3850 wäre das Ziel, es sind 200 Pünktchen höher als derzeit. Man sieht hier, dass wir aus dieser Formation zunächst mal nach oben ausgebrochen ist. Also JP Morgan ist hier bullish und sagt, das kann weitergehen. Extreme können noch extremer werden, gar keine Frage. Aber Deutschland, obwohl 15% gewonnen, the DAX in November, sehen wir, dass die Bedeutung Deutschlands innerhalb der globalen Aktienmärkte abnimmt. Wir haben jetzt nur noch 2,37% Anteil an den globalen Aktienmärkten, während wir 4,4% am globalen BIP noch haben. Wir sind also unterrepräsentiert. Die Schweizer sind mit ihrem Aktienindex praktisch auf Augenhöhe mit Deutschland, und das, obwohl die Wirtschaft viel, viel kleiner ist. Und wenn wir jetzt nochmal in Sachen Bewertungen uns die Geschichte anschauen, es gibt das sogenannte Tobin Q, das ist praktisch die Marktkapitalisierung durch den Buchwert eines Unternehmens. Also was würde es kosten, wenn das Unternehmen all die Assets, all die Dinge, die ihm gehören, praktisch physische Dinge, wenn es die ersetzen müsste. Und hier sehen wir, wir sind hier auf einem absoluten Allzeithoch. Also es war so günstig, nein, so teuer wie noch nie, wenn man jetzt Aktien kauft. Aber who cares, wir haben ja die Notenbanken. Diesmal ist alles anders. Fugi, mach mit, ich mach mit auf jeden Fall. Ich verspreche es, irgendwann mache ich mit, wenn wir auf dem Hoch sind, wenn wir auf dem absoluten Top sind. Schauen wir uns hier noch folgende Grafik an. Tesla ist die jetzt im S&P 500. Das wurde gestern nochmal offiziell verlautbart mit einigen Spezifizierungen, nämlich dass der gesamte Float, also praktisch alle aus den Aktien da integriert werden. Das heißt, da kommen fast 600 Milliarden an Marktkapitalisierung in den S&P 500. Die Tesla-Aktie hat dann das zweite Mal darauf reagiert. Das ist so ein typisches Muster, man reagiert mehrfach auf dieselbe Meldung, könnte man sagen. Tesla jetzt 40% in den letzten Tagen gestiegen, 46%. Wann gab es es zuletzt? Erst im August, ja, also es war ja auch mal wieder Zeit. Heute übrigens eine Demonstration, wollte ich mal sagen, von der ÖDP, weil Elon Musk bekommt den Springer Award, weil er ja so super umweltfreundlich ist. Als Elon Musk hier in Brandenburg war, um hier mal seine künftige Fabrik zu besuchen, hat er gesagt, ja Mensch, für die Umwelt, da müssen wir jetzt handeln. Gleichzeitig werden da in der Grünheide Waldgebiete in Volumen von 126 Fußballfeldern abgeholzt, etc. etc. Das scheint Elon nicht so wahnsinnig zu stören, aber es geht ja natürlich nur um den Klimaschutz und nicht um sein eigenes Portemonnaie-Gelle. Und außerdem sind E-Fahrzeuge ja so immens umweltfreundlich, dass sie erstmal mindestens 200.000 Kilometer fahren müssen, damit sie im Vergleich zu einem Benziner anfangen, sich vielleicht auch umwelttechnisch zu rechnen. Kommen wir noch zu ein paar anderen Themen. Kommen wir zu der Politik in die USA. Der Rücktritt des durchaus umstrittenen Corona-Beraters von Donald Trump, Scott Atlas. Und wir haben jetzt die Situation, dass auch Arizona und Wisconsin hier die Wahlergebnisse zertifiziert haben. In Georgia ist nochmal ein Recount am Start. Michigan, Nevada und Pennsylvania sind zertifiziert. Also für Donald wird es jetzt immer schwieriger. Wie soll das noch zu drehen sein? Kommen wir zur Corona-Situation in den USA.
Der Monat November ist vorbei und wir sehen, wir haben die Zahl, die mit Abstand höchste Zahl jetzt an monatlichen Fällen, an Infektionen. Wir sind auf einem neuen Allzeithoch bei den Hospitalisierungen, jetzt über 96.000 und auch die Todeszahlen nicht so richtig gut. Möglicherweise das Superspreader-Event jetzt durch Thanksgiving. Wir werden sehen, die Zahlen zu der Corona-Situation in den USA werden jetzt erstmal verzerrt sein, eben durch Thanksgiving. Jetzt ist Donald schon ungeduldig und hat jetzt den FDA-Chief eingestellt ins Weiße Haus. FDA ist die Behörde, die eben jetzt diese Pfizer- und moderner Impfstoffe eben möglichst schnell durchwinken soll. Donald Trump will jetzt Druck machen, will da sozusagen jetzt erstmal klar machen, warum erlaubst du das nicht? Ist zwar ein gigantisches Experiment, aber sei es drum, muss man ja mal machen, so ein Experiment, nicht wahr? Und wir kommen abschließend zu Gold. Da sehen wir, da hat Gold 2 Billionen an Werte verloren in den letzten 4 Monaten. Das alles ist nicht in Bitcoin geflossen, denn Bitcoin hat nur 100, in Anführungszeichen nur 180 Milliarden hinzugewonnen. Und vielleicht interessant ist der folgende Grafik. Normalerweise handelt Gold so wie die sogenannten realen Renditen, also die Rendite etwa einer amerikanischen Staatsanleihe minus Inflation. Jetzt sehen wir, dass die Situation so ist, dass die realen Renditen weiter fallen, also weiter ins Negative drehen, aber Gold auch fällt. Ungewöhnlich, Gold hat sich jetzt ein bisschen ja stabilisiert, jetzt seit gestern. Möglicherweise haben wir da jetzt kurzfristig das Tief gesehen. Also, das ist die Situation. Wir haben heute Dienstagsoptimismus, Konjunktur, Stimulus, Impfstoff, Sie können es sich aussuchen. Es ist ja egal, letztendlich, warum Optimismus. Märkte steigen immer. Das haben wir jetzt gelernt und diesmal ist alles anders. Unbedingt, meine Damen und Herren. Unbedingt. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.